Vor ein paar Tagen bin ich zu meiner Oma gefahren. Meine Oma ist jetzt 93 Jahre alt und weitestgehend ein Pflegefall. Und manchmal besuche ich sie und dann gehen wir essen oder Kaffee trinken oder fahren einfach irgendwo hin, dass sie rauskommt. Und da war ich letztens auf dem Weg zu ihr und sehe bei uns im Dorf unten am Rathaus eine alte Schulfreundin von mir stehen. Ich bin angehalten und ausgestiegen und bin dann zu ihr und ja, hey, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Lange nicht gesehen. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie dort auf ihre Tochter wartet, die jetzt dann bald vom Kindergarten kommt. Und ich war erstmal überrascht und habe mich für sie gefreut, weil sie jetzt eine Tochter hat und quasi Mutter ist. Und dann hat sie mir erzählt, dass das anfangs alles gar nicht so blumig war. Weil ihr Freund, oder besser gesagt ihr Ex-Freund, mit dem hat sie das Kind bekommen. Und ein halbes Jahr später, also wo das Kind wirklich noch sehr, sehr klein war, hat er sie dann rausgeschmissen. Er hat Schulden gemacht und das war alles überhaupt nicht so rosig bei den beiden. Und dann stand sie ohne Kontakte, also sie ist ja nicht besonders gut vernetzt und ohne irgendeinen Bezug, ohne einen Halt, mit ihrem kleinen Kind einfach da und wusste nicht mehr recht wohin. Und zu der Zeit hat sie erzählt, wo sie völlig in der Luft geschwebt ist, hatte sie einen Freund und dieser Freund hat sie dann zu sich eingeladen und gesagt, du kannst eine gewisse Zeit bei mir verbringen, ich nehme dich bei mir auf. Und hat sie dann auch sowohl aufgenommen als auch immer wieder mit Geld unterstützt und ihr einfach einen gewissen Halt gegeben, in der Zeit, wo es für sie einfach super stressig war. Das ging eine Zeit lang so. Und irgendwann hat sie sich dann gefangen und hat in Anführungszeichen sich wieder auf die Reihe bekommen und hat dann eine eigene Wohnung gefunden und konnte ihr Kind wieder voll aus eigener Kraft, sage ich mal, behüten und das Leben hat wieder gepasst. Und dann hatte sie eine ganze Zeit lang ziemlich viel Stress wegen Sorgerechtsstreitigkeiten, Unterhalt und so weiter und so fort. Und hat vor lauter eigenem Stress eigentlich gar keinen Kopf für andere Dinge gehabt. Und ungefähr ein Jahr später ist ihr mal aufgefallen, dass die Zeit mit dem ganzen Stress wie im Flug vergangen ist. Und dann hat sie sich überlegt, dass da dieser Mensch war, der sie aufgenommen hat in der schweren Zeit, der für sie da war, also quasi ihr Gönner. Und dass es den noch gibt und dass sie die letzte Zeit überhaupt keinen Kontakt zu dem hatte. Und dann dachte sie sich, jetzt passt wieder alles, jetzt habe ich wieder Kopf frei dafür. Und jetzt möchte ich unbedingt zu ihm gehen und Danke sagen. Ich möchte zu ihm fahren. Das war für sie eine größere Strecke, weil sie hat kein Auto und da musste sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehrere verschiedene Stationen durchlaufen, um irgendwie hinzukommen. Und dann hat sie sich hingehockt und hat sich einen Tag freigenommen, ist dann rausgefahren zu ihm, ist hingefahren zu seinem Haus und dachte sich, jetzt lade ich ihn zum Essen ein und sag Danke, weil es war wirklich bedeutend für mich, in der Zeit, wo ich einfach schwach war, jemanden zu haben, der mich hält. Und dann fährt sie zu seiner Wohnung, will gerade klingeln und sieht dann, dass auf dem Klingelschild ein anderer Name steht. Und im Laufe dieser Zeit, wo sie einfach keinen Kopf hatte, weil sie so sehr in ihrem eigenen Stress gefangen war, in der Zeit ist dieser Freund verstorben. Und in dem Augenblick, wo ich das gehört habe, die Geschichte, da dachte ich mir, krass, weil Zeit wirkt oft so unendlich. So, wir haben ja noch ewig Zeit und wir können ja noch 100 Jahre leben und wir können Dinge morgen machen oder nächstes Jahr und ob wir jetzt im Streit auseinander gehen, ist doch egal, weil wir sehen uns ja eh wieder, aber weiß man's? Und ich bin in dem Augenblick so, ich sag mal, so dankbar wie noch nie vorher. Zu meiner Oma weitergefahren. Und ich war einfach dankbar, dass ich die Chance habe, jetzt ihre letzten Lebensjahre noch mit ihr wegzugehen und Kaffee zu trinken und zu essen und einfach wie soll ich sagen, ein schöne letzte Jahre gemeinsam zu haben. Und dass bei mir niemals die Situation kommt, dass ich irgendwann zu ihr komme und sie tot ist und mir denke, Scheiße, warum hast du nicht vorher mal dir Zeit für sie genommen? Und das hat mich wirklich zum Denken angeregt, weil Zeit ist nicht unendlich. Und die Menschen, die wir lieben, denen mal zu sagen, dass wir dankbar sind, dass wir sie lieben und dass sie wichtig sind für uns und dass sie vielleicht uns auch stützen und uns halten, das ist kein großer Aufwand. Aber es ist, auch wenn es uns Überwindung kostet, das zu tun, ist es immer noch viel, viel besser, als irgendwann festzustellen, dass man es gern getan hätte, aber nicht mehr kann. Und mit der Botschaft wünsche ich dir einen erfüllten Tag und vielleicht rufst du dich jemanden an oder meldest dich bei jemandem, wo du genau weißt, der freut sich und du freust dich. Mach's gut.